Einen Hallöchen, einen willkommen zurück bei Stranded Dead. Genau, ja, eine kleine Vorgeschichte für euch, bevor es losgeht. Ja, wir haben uns jetzt eine kleine Hütte fast zusammengebaut. Wir haben einen Unterkonstruktions zusammengebaut, beziehungsweise einen Unterbau, also ein, ja, eine Bodenplatte, beziehungsweise halt einen Unterboden. Und am Rand haben wir vier Pfähler hingesetzt und haben uns dann noch ein Dach aufgebaut und haben uns dann noch einen Schlafplatz hingelegt, beziehungsweise auch noch hingebaut, wo wir uns schön die Äuglein zuhalten können oder beziehungsweise zumachen können und ein bisschen ausruhen können. Und hier sind wir auch schon am nächsten Morgen. Hier ist das Bett. Hier ist unsere Konstruktion, ist oben der Dach. Spannende Musik, okay. Also, ich hatte mir mal überlegt heute, dass wir uns zwei neue Freunde einladen. Dann sind wir nicht so alleine. Dann kommt hier Mr. Krabby in der Reihe. Krabby? Was hat unser Hunger? Eieiei. Eieiei. Links ist unser Leben, in der Mitte ist unser Essen, rechts ist unsere Ausdauer. Wir sollten mal ein paar Kokosnüsse holen. Und das Geile ist, ich habe den besten Hotspot erreicht, beziehungsweise den besten Loot-Ecke gefunden. Wir haben eine Dose gefunden mit Essen, haben eine Machete gefunden, haben eine Taschenlampe gefunden. Und ein Gegenstand, was ich nicht definieren kann. Klar, könnte ich alles jetzt nachgoogeln. Weil mein Englisch ist ja, das wisst ihr ja, naja, nicht so. Aber es kann nur ein Trichter sein, wo man was ja reinfüllen kann oder abfüllen kann. Ups, da daneben. So, einmal nehmen wir. Oh, bevor wir hier verhungern. So, oh, lecker Kokosnuss. Jetzt hier die Kokosnuss nochmal rein hier. Noch eine Kokosnuss. Ah, yummy. Auch nochmal rein. Noch eine Kokosnuss. Auch nochmal rein. Jetzt haben wir immer noch zwei Striche. Sollten eigentlich langsam hoch. Upsala. Sollten langsam hochgehen. Aber wir können da mal nach Kartoffeln gucken. Nach Kartoffeln gucken. Das ja. Noch eine Kokosnuss rein hier. Ordentlich ins Gewämst hier. Weg damit. Nochmal. Weg damit. Nochmal. Ach, weg damit. So, immer noch zwei Striche. Okay, dann werden wir uns gleich die Freunde gleich suchen. Wir müssen hier ganz dringend Kartoffeln finden. Oh, da haben wir auch schon welche gefunden. Okay, Tor. Kartoffeli. Immer noch zwei. Ich hätte mir die Kartoffeln jetzt da reingeschmissen, ey. Jetzt hätte ich das gemacht. Ja. So. Jetzt sehen wir schon mal drei Balken. Okay. Dann werde ich mal was anderes vermuten. Das erste, was in der Mitte Essen ist, das rechts mit einem Wasserzeichen. Ist wahrscheinlich das Trinken und links ist das Leben. Weil ich dachte erst, dass rechts außen der Sauerstoff ist. Wenn wir zu weit und zu lange im Wasser sind, lass uns einfach. Okay, die habe ich alle schon aufgemacht. Einmal rein damit. Hier wird unser Kokosnuss. Hier hat die Kokosnuss hingeworfen. Hier wird unser Kokosnuss-Family liegen. Oh. Nochmal. Okay. Wir müssen Kartoffeln finden. Weil hier vorne kann ich das Ihnen kurz mal zeigen. Das war
war eine kleine Einbuchtung gewesen, wo mehrere Steine waren. Da ist hier die Einbuchtung. So, haben wir hier eine Flare gefunden. Ich gehe mal mit den Knie. Eine Flare gefunden. Hier haben wir noch unsere Dose gefunden. Kann man mal reingucken. Schön lecker. Hier ist Gold of Rumbly. Broken Heat auch open. Okay, das ist wohl. Ich kann auch nicht vermuten, dass ein. Genau. Vermuten, dass es ein Boden oder so. Ich glaube nicht, dass es ein Bier ist. Also. Das wäre natürlich. Genial. So, und jetzt werde ich mal uns für uns mal hier ein paar Freunde mal einsammeln. Unsere neue Heimat. Und sind wir nicht so alleine. Wir können mal auf dem Schiff gucken. Vielleicht wurde ja randommäßig was Neues gespawnt. Was ich ja nicht so glaube, aber. Dazu muss ich immer ein Ruderboot holen. Grabi. Ja, haben wir noch. Schöne Kartoffeln. Machen wir gleich uns einen Wams rein. Weil wir haben nur noch 3 Striche. Einmal. Noch eine Kartoffel. Noch eine Kartoffel. Und jetzt haben wir 4 Striche. Okay. So. So, weg damit. Und dann müssen wir wahrscheinlicherweise irgendwann zur anderen Insel rüber. Was da hinten ist. Also die Insel da hinten, ne? Das sieht ein bisschen näher aus. Da müssen wir mal rüber rudern. Und dann da drüben was einsammeln. Aber warum sind da keine Krabben mehr? Sind die Krabben mal eingeschlafen oder was? Hey, Krabbelis! Macht ihr hier Ruhepause oder was? Komm mal raus hier! Wir haben's doch! Ah, fast 12 Uhr. Wahrscheinlich mal machen die Schlafenszeit. Kann ich angehen. Sind wir hier auf der Insel und die machen hier eine Mittagspause. Wo sind wir denn hier? Hans und Franz oder was? Ne, Hans und Franz wird gleich kommen. Aha. Okay. Cool, was ist das denn? Ach, Kartoffeln. Ja, ist voll. Cool. Dann, nicht ins Feuer, nicht ins Feuer laufen. Müssen wir ein Seil da nochmal hin hier. So. Also die Steinchen hier nochmal hinschmeißen. Ja. Ach, dieser Eimer. Dieser Eimer. Ich will gerne wissen, was man mit dem Eimer machen kann. Was war unser alter. Unsere alte Feuerstelle war das. Finde ich kacke, doch da sind die Kartoffeln. Ah, oh, noch eine. Oh, eine geht noch. So, das ist unser. Ja, unsere Energie ist voll. Subi, ein Strich fehlt noch, aber das macht ja nichts. Aber ey, wir brauchen eine verdammte Krabbe. Das kann ich, dass es keine Krabbe mehr gibt. Erst war eine ganze Family am Krabben und jetzt sind ich ja nicht mal eine einzige. Ja, außer diese Kokos. Oh, Fisch, ey. Warte mal. Kann man Fisch K.O. schlagen? Fischi. Komm her. Budi. Vielleicht kann man ja unter Wasser. Den Fisch erschlagen mit dem Hammer. Kann man hier noch was einsammeln? Ne. Da ist ein Fisch. Ach, daneben. Ach, daneben. Gucken. Okay, also noch. Macht da keine Geräusche. Ich habe nur Lust auf kein Hai.
Okay, was ich jetzt nicht dran glaube, ob das mit einem Eimer funktioniert. Wenn man in Eimer und da. Na, ich glaube. Ja, man soll ja nichts ausschließen, ne, aber mit einem Eimer. Ich weiß nicht. Jetzt nehmen wir mal so ein Boot wieder. So ein Paddel. Dann geht dann der Hovercraft los. Jo. So, einmal rüber hier. Okay, haben wir noch alles leer. Ist auch noch alles leer. Haben wir ja unsere Truhe aufgemacht. Jetzt noch mal. Können wir die Luki aufmachen? Ne. Seestern kann man auch nicht einsammeln. Dann gehen wir mal wieder rüber hier. Na, vielleicht müssen wir ja auch einen Stock nehmen und daraus einen Bogen bauen, kein Bogen hier, ihr wisst schon, hier einen Speer daraus bauen. Oh, was das so einfällt. Es wäre ja eigentlich ja logisch, sowas in der Hinsicht, ja, so einen Bogen zu erstellen. Jeweils drei Schläge, die Kokosnüsse. Bald hinüber. Immer schön noch intakt. Boah, dass keine Krebse mehr da sind. Das wundert mich aber. Vorher war eine ganze Kolonie da. Und jetzt ist mal ein einziger da. Also Axt ist hinüber. Wollen wir uns kurz eine neue Axt, weil die wir jetzt haben, die will ich nicht verwenden, weil man sieht ja hier selbst, die kann auch abnutzen. Und das ist Kacke. Weil ich weiß, wie oft man sowas findet. Und ich meine, ich bin glaube ich jetzt der Einzige gewesen, der sowas gefunden hat. Also, bleibt am Ball bei diesem Kanal. Mann, ist das schlecht von mir gewesen. Nein, der war nicht lustig. Der war unlustig. Ich peitsche mich jetzt aus. Ja. Oh, nee. Ja, ich werde schon lassen irre auf diese Insel. Man merkt schon, was eine Auswirkung diese Insel an Menschen geben kann. So. Schmeißen wir auch nochmal rauf. Hier auch noch mal rauf. Okay, eine Axt können wir bauen. Ist aber ein Unterteil. Das können wir daneben hinbauen. Das ist nur ein Seitenteil da. Blau aufgeleuchtet. Ja, oben drauf jetzt nicht, ne, aber
Hast du immer so Hunger? Okay, reicht noch aus. Dann gehen wir nochmal rüber. Dann sammeln wir nochmal die Seile ein. So aus. Es wäre was Interessantes da. Boah, das, ey, das sieht mal hammerschön aus, oder Leute? Also das sieht da mal. Uga, uga, uga. Uga, meine Hänse. Da geht die Sonne schön unter. Dann gehen wir mal rüber. Dann versuchen wir in der Nacht zu schlafen. Okay, der Magen ist voll. Funktion, ja, ein Sleep-Bett haben wir auch schon gebaut.